Hallo hier bei Deutschlandwetter. Vielleicht hört man im Hintergrund wieder das Vogelgezwitscher. Ich stehe hier gerade am Bahnhof und der Zug kommt gleich und es schneeregnet gerade. Schauen wir jetzt mal auf das Wetter in den nächsten Tagen. Aber zu Beginn blicken wir erstmal auf das aktuelle Wetter. Und da sehen wir, im Westen haben wir dann teilweise kräftige Schnee, Schneeregen, Graupelschauer, auch einzelne Wintergewitter sind mit dabei und dann kann es mal kurzzeitig bis ins Flachland weiß werden. Hier am Niederrhein, da liegt kein Schnee. Hier fällt das Ganze gerade eher als Schneeregen. Ja, gesagt, leichter Schneeregen. Schauen wir jetzt auf die Tagesmitteltemperatur vom gestrigen Tag und da sehen wir, dass es vor allem im Osten und Südwesten am wärmsten war mit einem Mittel von um die 10, 11 Grad im Osten. Kann man es verstehen, im Osten war nämlich noch die Kaltfront erst am Mittag, Nachmittag angekommen. Vorher erreichten wir teilweise 10 bis 12 Grad nochmal. Schauen wir auf die Wetterlage vom heutigen Mittwoch und da sehen wir, dass wir Deutschland momentan noch in einem etwas tiefdruckgeprägteren Wetter haben werden. Und dann sieht man hier so einen Hochkeil, der einmal von Portugal, Spanien, unten aus hier Afrika oder aus den südlichen Kontinenten nach Deutschland reicht. Und dann schauen wir jetzt mal auf das Wetter und dann sehen wir vor allem im Osten und Südosten und Süden noch einzelne teils kräftigere Schnee, Schneeregen, Graupelschauer, örtliche Wintergewitter sind auch mit dabei. Ebenfalls im Norden an der Nordseeküste und Ostseeküste gibt es ebenfalls ein paar Schauer in Form von Schnee oder Schneeregen. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die sehen wie folgt aus, dass wir im Südosten Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad hätten, im Westen zwischen 2 und 9 und im Südwesten am Oberrhein Temperaturen teilweise bis zu 10 Grad. Schauen wir jetzt mal auf das Wetter. Am Donnerstag, da sehen wir im äußersten Nordwesten, kommt dann eine neue Front herangezogen. Sie zieht einmal ja so nordwestlich an uns vorbei, streift vielleicht den Westen Niedersachsens und eventuell auch den Westen NRWs und am Ende zieht sie dann über Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hinweg. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe, denn diese Front bringt nämlich wärmere Temperaturen zu uns. So hätten wir im Südwesten am Oberrhein schon Temperaturen bis zu 13, 14 Grad, im Westen bis zu 12 und im Osten im Gegenteil. Dort hätten wir noch Temperaturen von 8 bis 10 Grad, während wir im Südwesten schon die 20er-Marke über Frankreich sehen. Schauen wir auf das Wetter am Freitag. Am Freitag kommt von Westen neue, kräftige Schauer auf, teilweise auch mit Blitz und Donnern. Aber es wird alles meistens als Regen vom Himmel kommen und sonst kommt nicht viel an Niederschlag im gesamten Deutschland vom Himmel. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und da hätten wir im Südwesten Temperaturen von um die 20 Grad, im Nordwesten Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad, am kältesten würde es im Osten sein mit Temperaturen zwischen 12 und örtlich auch 13 Grad. Schauen wir nochmal eben auf den Samstag und Sonntag. Der Samstag bringt auch einzelne, teils kräftigere Schauer oder Schauerstaffeln aus Westen. Dabei kommt ein bisschen was an Niederschlag vom Himmel. Im Rest des Landes, außer ausgespart, wie gesagt, im Westen bleibt es trocken. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe, was wir da erreichen werden. Und da hätten wir im Norden teilweise nochmal 14 bis 16 Grad, im Südwesten teilweise nochmal 17, 18 Grad. Im Osten Temperaturen zwischen 12 und 13 Grad. Hier also generell ein Stückchen kühler als im Westen. Und im Osten oder in den östlichen Mittelgebirgen hätten wir eventuell ein bisschen Dauerfrost. So, schauen wir jetzt auf den Sonntag zum Schluss. Dann hätten wir auch hier einzelne kräftige Schauer, dann zwischendurch mal schauerartig versteckter Regen. Und dann kommt ein bisschen was an Niederschlag nochmal von Himmel. Und diesmal am Sonntag in ganz Deutschland. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe. Und die sehen wie folgt aus, dass wir einmal Richtung Osten noch die wärmsten Temperaturen haben werden. Vormeist Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. Sonst im Rest des Landes Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad. Hier ist eine Front durchgezogen und hinter der Front kühlt es langsam ab.
Schau auf die Niederschlagsmengen bis zum kommenden Sonntag und die sehen wie folgt aus. So hätten wir im Westen einmal Niederschlagsmengen zwischen 10 und 30 Liter pro Quadratmeter. Am wenigsten würde im äußersten Osten vom Himmel kommen. Hier meistens nur 5 bis 10 Liter pro Quadratmeter, wie auch im äußersten Südosten. Hier haben wir ähnliche Niederschlagsmengen oder ähnlich wenige Niederschlagsmengen. Schauen wir jetzt auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die Niederschlagsmengen, Niederschlagssignale. Einmal für den Westen und da sehen wir doch ganz gut, dass wir jetzt hier diesen Aufwärtstrend haben werden und dann gehen die Temperaturen am Freitag auch im Westen bis 17, 18 Grad örtlich und dann haben wir eine leichte Abwärtsbewegung, aber wir bleiben meistens bei Temperaturen zwischen 5 und 15 Grad. Läufe sind auch dabei, die nach oben gehen bis an die 20 Grad Marke und dabei haben wir immer wieder ein paar Niederschlagssignale, meist in Form als Regen, eher gesagt als Schauer und örtliche Gewitter. Schauen wir uns das Ganze noch für den Osten an. In das Spiel, auch hier geht es bergauf und dann ein leichter Abwärtstrend in Richtung Ende März. Und dazu haben wir auch hier ein paar Niederschlagssignale. Die meisten würden allerdings als Regen in Form von Schauern und Gewittern fallen. Und hier würde dann auch ein bisschen was an Niederschlag vom Himmel kommen. Und das macht es so spannend, wann welches Tief mit wie viel Regen durchfährt sozusagen. Schauen wir dann auf jetzt nichts mehr und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.